Schrott im Weltraum. Eine echte Gefahr für die bemannte Raumstation. Mehr als einmal mussten sich Astronauten auf der ISS schon in Rückholkapseln zurückziehen, um bei einer drohenden Kollision besser geschützt und auch schneller weg zu sein. Aber nicht nur das Leben der Astronauten ist in Gefahr, auch alle operativen Satelliten im breiten Himmelseinsatz sind riskant unterwegs. Telekommunikation, Wettervorhersage, Fernsehen, Navigation. Ohne Raumflugkörper läuft in der westlichen Welt nicht mehr viel. In meinem Gespräch mit Tim Flora aus dem Space Debris Office der ESA habe ich vor einiger Zeit darüber gesprochen, wie hoch dieses Gefahrenpotenzial tatsächlich einzuschätzen ist. Obwohl es inzwischen oben auf der Agenda der Raumfahrtexperten angekommen ist und in internationalen Konferenzen intensiv darüber diskutiert wird, fehlt ja bis heute der große Plan, wie die orbitale Müllentsorgung künftig ablaufen soll. Zum Einstieg ins Gespräch aber erst ein paar grundlegende Informationen darüber, wie die unzähligen Objekte überhaupt erfasst werden. Wie beobachtet, verfolgt man eigentlich diese Teile, die da im Weltraum oben sind? Wird das auch zivil gemacht oder ist das im Moment tatsächlich eine Militäraktion? Es gibt auf Seiten der Amerikaner diesen militärisch unterhaltenen Katalog, der aber zivil verfügbar ist. Und die Sensoren, die dazu beitragen, sind entweder Sensoren direkt unter militärischer Kontrolle oder die vom Militär vertraglich gebunden sind. Und wie darf man sich das vorstellen, Sensoren? Geht es von der Oberfläche aus oder sind die auch im Orbit und messen da oben? Es gibt beides. Also man muss unterscheiden zwischen Radarsensoren und optischen Sensoren, also sprich Teleskopen. Die Radarsensoren eignen sich insbesondere für die Tiefenbahn, weil sie da die Performance wesentlich besser ist, währenddessen die optischen Sensoren für die hohen Bahnen verwendet werden, wo der Einfluss zum Beispiel des Erdschattens nicht mehr so kritisch ist. Und man nutzt einfach aus, dass die Objekte von der Sonne beleuchtet werden und nicht von einem bodengestützten Radar. Optische Sensoren gibt es auch raumgestützt. Also es gibt Satelliten der Amerikaner, zumindest einen zurzeit in Betrieb, der solche andere Satelliten beobachtet und katalogisiert. Wir haben mit unseren eigenen Sensoren, die wir besitzen, mit denen sind wir zurzeit nicht in der Lage, einen operationellen Katalog zu unterhalten, weil wir keine komplette Abdeckung gewährleisten können. Was wir aber für unsere Space Debris Forschung machen können, wir können Modelle entwickeln und diese Modelle helfen uns dann, insbesondere die kleinteilige Population, die genauso gefährlich sein kann wie die große, zu modellieren. Und für diese Durchmusterungen, die wir da durchgeführt haben, konnten wir natürlich auch einen Vergleich mit diesem erwähnten Bahnkatalog durchführen. Und wir konnten schon sehen, dass gerade für den geostationären Bereich, der relativ komplett ist für die großen Objekte, bis auf Objekte, die aus verschiedenen Gründen nicht im Katalog enthalten sind, weil sie zum Beispiel klassifiziert sind. Und wir konnten aber auch zeigen, dass eine Population von kleinteiligem Schrott nicht im Katalog enthalten ist, weil die Sensitivität der amerikanischen Sensoren das einfach nicht hergibt. Wir benötigen Simulationen und die zugrunde liegenden Modelle für im Wesentlichen zwei Einsatzgebiete. Zum einen für die Entwicklung von Satelliten, wo wir das Risiko für eine Kollision abschätzen müssen und daher auch die Abschirmungsmaßnahmen am Satelliten festlegen wollen. Und dafür gibt es ein Modell, das hat ESA entwickelt, das ist das Modell Master und kann den Fluss in bestimmten Bahnhöhen vorhersagen. Es gibt eine Zusammenarbeit mit anderen raumfahrtbetreibenden Ländern und den jeweiligen Agenturen, die dafür zuständig sind. Das ist das IADC, das Interagency Debris Coordination Committee. Und man ist zum Schluss gekommen, dass die gegenwärtige Situation bereits so weit fortgeschritten ist, dass man davon ausgehen muss, dass in der Zukunft die Population ungebremst weiter anwachsen wird, selbst wenn, und das ist der kritische Punkt, selbst wenn man gar keine Starts mehr durchführen würde. Selbst dann würde es zu einer Kettenreaktion zwischen Raumschrottteilen und Fragmenten von denen kommen. Es würden weiter neue Fragmente generiert, die dann wieder mit intakten Objekten kollidieren und weitere Fragmente bilden. Also der klassische Fall einer Kettenreaktion. Und der Begriff, der erste Forscher, der das vorhergesagt hat, war Don Kessler von der NASA, bereits Ende der 70er Jahre. Und man spricht deswegen vom Kessler-Syndrom, was da einsetzen wird. Jetzt ist es ja so, dass wir gar nicht in einer theoretischen Welt leben, sondern es hat ja bereits solche Fälle gegeben. Erzählen Sie uns doch mal von dem jüngsten, größeren Fall, der sich da ereignet hat. Ein besonders prägnanter Fall war die Kollision zwischen dem russischen Kosmos 2251 und dem amerikanischen Iridium 33, der zu diesem Zeitpunkt operationell war, also in Betrieb sich befand.
Und es ist damit der erste Zusammenschluss zwischen zwei intakten Satelliten gewesen. Und da die beide relativ viel Masse mitgebracht haben, war natürlich auch die Anzahl der Fragmente, die generiert wurden, sehr, sehr groß, in der Ordnung von einigen tausend Objekten. Jetzt interessiert mich natürlich auch brennend die Frage, Sie hatten ja vorhin schon erwähnt, die grundsätzliche Thematik ist ja schon in den 70er Jahren bekannt gewesen, dass wir auf ein Problem zusteuern. Es gibt ja auch schon Institutionen und Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen seit längerer Zeit. Man hat aber den Eindruck, dass wir noch sehr am Anfang stehen in dieser Entwicklung. Täuscht das oder wie sehen Sie da den Ist-Stand? Also ja, das kann man jetzt zweischneidig sehen. Zum einen wäre es immer schön, wenn Dinge schneller laufen würden. Das ist sicher richtig. Zum anderen muss man vielleicht verstehen, dass das Problem gerade in der Anfangszeit der Raumfahrt natürlich absolut keine Würdigung bekommen hat. Es war die Theorie Space is big, was sicherlich auch richtig ist, aber der erdnahe Raum eben nicht ganz so groß, wie man es gerne hätte. Und insbesondere die Tatsache, dass man eine gewisse Anzahl von Bahnen häufiger nutzt als andere, führt natürlich schon zu einem Anwachsen der Population von Objekten oder dem Einbringen von Masse in diese Gegenden. Es gibt Richtlinien für den Betrieb von Satelliten und für die Vermeidung der Erzeugung von neuen Space Debris-Objekten. Wie darf man sich das vorstellen? Es gibt eine Vielzahl von Empfehlungen. In manchen Ländern sind die auch in bindende Gesetze übergegangen, die zum Beispiel verlangen, dass jedes Objekt, was man in den niedrigen Erdbahnen bringt, nach 25 Jahren, nach Ende des Betriebes, einem Wiedereintritt zugeführt wird, also nicht mehr im Orbit verbleibt. Oder zum Beispiel in den geostationären Bahnen, dass man diese freimacht am Ende der Missionszeit. Und gerade dort hat man, denke ich, einen großen Erfolg, dass das eine Vielzahl der Betreiber jetzt eben auch implementieren. Diese Satelliten werden eben aus der geostationären Bahn herausgenommen, nach oben verschoben, wo sie dann auch verbleiben können. Also Sie haben Resttreibstoff, mit dem Sie dann rauskatapultiert werden können. Genau. Und die Schlussfolgerung ist, dass man aktiv Satelliten aus dem Orbit entfernen muss, um die Population zu kontrollieren. Das heißt, das Einsetzen dieser Kettenreaktion zu verhindern. Und eine Sache, die wir jetzt entwickeln mit Blick auf diese angesprochene Rückführung von Objekten in den Erdorbit, ist im Rahmen der Initiative Clean Space, die ESA aufgesetzt hat, ist, dass man sich technologische Herausforderungen anschaut. Und diese Herausforderungen sind sehr vielgestaltig. Da wäre vielleicht zu nennen, dass das Abschleppen eines Satelliten in Anführungsstrichen mittels einer Harpune oder mittels des Greifen mittels eines robotischen Arms, das Fangen durch Auswerfen eines Netzes oder ein Herstellen eines Formschlusses durch ein Tentakelsystem. Ah, da muss ja zuerst mal ein Satellit, wenn ich das richtig verstehe, mit diesem Instrument hinaufgeschickt werden und der sucht sich dann die Sachen, beziehungsweise wird so gesteuert, dass er an die Objekte näher rankommt, kann sie dann einfangen mit einem Netz, mit einem Tentakel oder wie auch immer und greifen. Aber dazu braucht es einen speziellen Space Debris-Satelliten. Das ist richtig, Sie werden eine Mission brauchen, die einen anderen Satelliten herunterbringt. Es ist natürlich das Ziel, dass diese Mission vielleicht auch mehrere Wiedereinsatzobjekte versorgen kann. Das ist natürlich nicht ganz einfach, so eine Mission zu entwickeln, weil dann müssen Sie ein gewisses Treibstoffbudget beachten, das ist begrenzt. Und Sie müssen natürlich eine Vorauswahl treffen, welche Objekte jetzt besonders interessant sind für einen Wiedereintritt. Und nach unserer Sicht sind das diese, die zum einen eine große Masse haben und zum anderen ein großes Risiko für eine Fragmentation. Vielleicht kann ich noch anfügen, dass es neben diesen mechanischen Methoden auch andere Techniken gibt, die vorgeschlagen wurden. Zum Beispiel das Anstrahlen mit einem Ionentriebwerk, was dann auch eine Kraft auf dieses Satellit ausübt. Das hätte den Vorteil, dass man es nicht greifen muss. Es geht ja immer auch ums Geld und es geht um den Zeitfaktor. Haben Sie eine Vorstellung, die Sie uns geben können, wann sowas wirklich Realität werden kann? Erste Frage. Ja, Sie haben es angesprochen, es ist eine Frage der Kosten. Und, Na sagen wir mal, wir hätten die Kosten geregelt. Was für einen Zeitschlitz braucht man da? Ist das 10 Jahre, sind das 20 Jahre? Man muss da vielleicht ganz klar sagen, dass die Prognosen des IADC, also des Zusammenschlusses der Weltraumagenturen, zeigen, dass man möglichst schnell anfangen muss, denn desto später man in der Zukunft anfängt, desto weniger effektiv sind diese Rückholmaßnahmen, weil sich dann schon erste Kollisionen ereignet haben werden. Und ich habe Zahlen gelesen, dass vielleicht, wenn man in 50 Jahren anfängt, man nicht mehr über 75% der Regulierungsleistungen kommt, die man haben könnte, wenn man in 10 Jahren anfängt. Es ist klar, dass diese Missionen groß und teuer werden
und es ein Problem ist, was alle raumfahrtbetreibenden Agenturen betrifft. Man kann das sicherlich nur in internationaler Zusammenarbeit erreichen. Jetzt gibt es ja noch ein weiteres Thema, das, denke ich, in diesem Szenario sehr wichtig ist, nämlich die Frage des Weltraumrechtes. Wie ist denn da die Situation? Ich weiß, Sie sind kein Jurist, aber Sie sind natürlich mit Kollegen auch im Austausch. Wie sehen die Experten diesen Aspekt? Also es gibt innerhalb der ESA und auch innerhalb der anderen Agenturen natürlich Experten für Weltraumrecht und man muss klar sagen, in den letzten Jahren hat dieses Problem Debris oder auch die Rückführung von Debris einige Aufmerksamkeit bei den Kollegen vom Weltraumrecht hervorgerufen. Die finden das alles sehr interessant. Das ist eine, wie Sie korrekt sagen, eine ungelöste Frage. Es beginnt, das ist mein Verständnis, schon damit, dass der Begriff Space Debris rechtlich nicht klar definiert ist und natürlich ist, wenn Sie rechtliche Analysen durchführen, eine klare Definition eine notwendige Voraussetzung. Es geht dann weiter damit, dass es internationale Übereinkommen und Verträge gibt, die das Problem Space Debris regeln, aber die lassen einige Interpretationsspielraum bei der Frage der Verantwortung und der Haftung und des Eigentums im Falle von Rückführen von Objekten und da ist noch einige Arbeit nötig. Das ist ein nicht technischer Aspekt, den man aber, denke ich, absolut nicht vernachlässigen darf. Wie sprechen denn die Weltraumagenturen da untereinander und wie kommt da die Politik auch ins Spiel? Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit auf technischer Ebene. Darüber hinaus gibt es auf UN-Ebene ein Komitee, was sich mit diesen Fragen beschäftigt und das IADC berät. Und mit Blick auf die globale Größe des Problems, ist die UN der richtige Ansprechpartner. Aber man muss klar sagen, die politischen Voraussetzungen sind auch dahingehend zu sehen, die Finanzierung sicherzustellen. Und das wird sicherlich mit Blick auf die knappen Kassen nicht ganz einfach. Hauen und stechen werden, ja. Also bis dazu eine Entscheidung kommt. Jetzt haben wir also eigentlich zwar eine Klarheit, dass was getan werden muss und auch eine Einsicht unter allen, was aber genau und wie es finanziert werden muss, ist noch weitgehend offen. Das nehme ich jetzt mal aus unserem Gespräch mit. Allerdings ist es für die bemannte Raumfahrt natürlich schon mehrfach so gewesen, dass die ISS Ausweichmanöver durchgeführt hat. Es gab auch die Fälle, wo die Kollisionswarnungen relativ spät kamen, sodass man kein Manöver mehr durchführen konnte und dass trotzdem ein relevantes Restrisiko verblieb, sodass die Astronauten in die Soyuz-Kapsel gegangen sind, die besser abgeschirmt ist. Wenn es da keinen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass wir ein echtes Problem haben, dann wird es auch schwierig, das zu finanzieren. Aber das kann man sich vielleicht sogar selber überlegen, wenn man das nächste Mal im Auto sitzt und sich verfahren hat und auf das Navigationssystem vertraut oder wenn man über die Qualität der Wettervorhersage schimpft, sollte man sich vielleicht mal vergegenwärtigen, dass das Ganze auf Satelliteninfrastruktur beruht. Und wenn wir 50 Jahre zurückgehen, waren die Sachen dann doch etwas komplizierter, als sie heute sind.